Motorsport, wie es ihn vorher noch nicht gab. Die Extreme E, die in diesem Jahr ihr Debüt feiert, ist anders als andere Rennserien. Ein wichtiger Aspekt für die Macher ist zum Beispiel der aktive Umweltschutz. Die Umwelt ist elementar in der Extreme E. Wir führen hier Programme zum Beispiel zum Wiederaufbau der Olivenbäume, die auf der Insel durch Waldbrände zerstört wurden, durch. Wir bauen auch Vorkommen von Posidonia oceanica, einer Seegrasart, wieder auf. Das gehört zu unserem Engagement für den Umweltschutz. Wir nutzen den Motorsport, um mehr Menschen über Klimawandel und Maßnahmen zu informieren. Da versteht es sich eigentlich von selbst, dass alle Fahrzeuge elektrisch angetrieben werden. Eine Herausforderung, die man beim süddeutschen Tuning-Spezialisten Ab gerne angenommen hat. Wir sind irgendwo immer wieder Pioniere gewesen, ob das jetzt in der DTM war oder in der Formel E. Und Alejandro Agag hat uns gefragt, ob wir da Interesse haben, mitzumachen. Und wir mögen ihn sehr gerne, wir schätzen seine Arbeit sehr. Und dann haben wir gesagt, komm, neue Adventure, neue Challenge für uns. Und darum sind wir hier mit dabei. Die Renndistanz beträgt nur etwa 18 Kilometer durch anspruchsvolles Gelände. Da muss alles stimmen, technisch und menschlich. Und auch hier gibt es bei der Extreme E eine Besonderheit. Je Team gibt es einen Fahrer und eine Fahrerin. Für das Abt Cupra Team sind Matthias Ekström und Jutta Kleinschmidt am Start. Also ich finde das total interessant, vor allem weil wir im Motorsport solche Formate brauchen. Wir brauchen umweltfreundliche Technologien. Dann mag ich das Format, dass 50% der Fahrer Frauen und die anderen 50% Männer sind. Ich glaube, das ist eine Riesenchance, gerade um viel mehr weibliche Talente auch zu fördern und eben auch dann zu zeigen, dass sie gut sind. Ne? Bei Abt ist man zuversichtlich, dass das Know-how vom Rennsport auch bei der Extreme E später auch in Serienfahrzeugen zum Einsatz kommt. Ich glaube, wir haben schon viele Jahre viel auch dazu beigetragen, mit unserem kleinen Teil, was wir mit unseren Ingenieuren nach außen tragen und auch über Motorsport, dass das natürlich auch für die Entwicklung hergenommen werden kann. Und wir sind immer guter Dinge, dass es auch so weitergeht und dass wir weiter miteinander Gas geben. Aber ist das der Klang der Zukunft des Motorsports? Es kommen mehr und mehr Elektrorennserien, sprich der Rennsport passt sich der Serie an. In der Serie geht es ganz klar in Richtung Elektro und so geht es jetzt auch im Motorsport. Wir waren mit der Formel E in einer Serie elektrisch voll mit dabei und sind jetzt in Extreme E mit dabei. Für uns ist das wichtig, aber wohin genau die Reise geht, bleibt es elektrisch, kommt vielleicht eine Rennserie mit E-Fuels, kommt eine Rennserie mit Wasserstoff in 3-4 Jahren, das weiß man alles noch nicht. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig und sehr, sehr interessant. Zwar gab es zwischendurch ein paar technische Probleme, dennoch, das Abt Cupra Team ist in Sardinien auf dem zweiten Gesamtplatz gelandet. Das nächste Rennen findet im Dezember in Großbritannien statt.